Wie ist die aktuelle Lage vor Ort in der Ukraine? Für mich macht es einen sehr ruhigen Eindruck. Die Menschen machen sich natürlich große Sorgen über das, was im Moment im Land passiert, aber sie machen mit ihrem Leben einfach so weiter, als wäre nichts passiert. Im Moment ist ja auch noch nichts passiert. Vor 8 Jahren hat es ja auch Proteste gegeben und die Leute sind auf die Straße gegangen damals. Daran kann man sich noch erinnern, was vor 8 Jahren hier für ein Aufruhr war. Aber die Entwicklung in dem Land hat uns ja auch, hat die Menschen hier im Land auch dazu geführt, was jetzt im Land passiert. Die Ukraine lebt mit der Gefahr eines Krieges bereits schon seit vielen Jahren. Für die Menschen hier ist das nichts Neues. Aber dass es jetzt tatsächlich eine Invasion ist, die vor der Haustür steht, das ist etwas Neues. Die Menschen sind etwas nervös, aber sie versuchen ganz normal weiterzumachen und es zu ignorieren. Es ist auch sehr anders als die Lage in der Ostukraine. Da wird natürlich sehr viel mehr geschossen. Also die Hälfte des Landes ist noch ganz entspannt. Wie nehmen Sie die Spannung in der Bevölkerung wahr? Und was sagen die Medien in der Ukraine? Was berichten die im Moment? Werden die Menschen schon auf einen möglichen Krieg vorbereitet oder versucht man hier in den Medien eher zu beruhigen? Die Menschen sind sehr nervös über das, was sie im Fernsehen sehen, auch in den Medien, insbesondere das, was der US-Botschafter jetzt gesagt hat. 156.000 Mann werden an der Grenze zur Ukraine im Moment versammelt. Und das macht die Menschen natürlich sehr unruhig. Allerdings, wie gesagt, seit den letzten 8 Jahren leben die Menschen bereits mit der Gefahr, dass eine Invasion bevorsteht, beziehungsweise ein Krieg. Das ist für sie nichts Neues. Sie sind auf der einen Seite also nervös und auf der anderen Seite ist es bereits Teil ihres Lebens und sie versuchen einfach so weiterzumachen und es zu ignorieren. Am Samstag, konnte man hier von CNN mit einer Crew gar nicht berichten, denn es hat tatsächlich Angriffe gegeben, die so nahe neben der Crew waren, dass eine Berichterstattung nicht so einfach möglich ist. Also das zeigt hier natürlich, dass ein Waffenstillstand, der eigentlich in diesem Gebiet stattfinden sollte, nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. So when you're talking with people there and you as an Sie sprechen ja mit den Menschen auf der Straße. Sie sind Amerikanerin und die Menschen erkennen Sie auch als Amerikanerin. Das ist nicht schwer. I can't hear you very well. Could you repeat that? When you talk with people as an American citizen, what do you see from people? What do they expect from the United States? Like, was erwarten die Menschen jetzt von den Vereinigten Staaten? Wie nehmen sie die Rolle der Vereinigten Staaten wahr und wie bewerten sie das Einschreiten der USA im Moment? Ich glaube, es ist eine ganz spezielle Lage, in der die Ukraine sich jetzt im Moment befindet. Wenn man es herunterbricht, dann werden sie ihren Krieg hier selbst durchführen müssen, selbst kämpfen müssen. Ich glaube, von alliierten Kräften wie den USA beispielsweise ist es nicht notwendig, hier einzustreiten. Wird die Ukraine einfach zwischen Europa und Russland stehen, in einer Art Pufferzone und darunter leiden, oder wie wird sich das Ganze in der nächsten Zeit ausgestalten? Die Menschen würden sich natürlich über eine diplomatische Lösung freuen. Für mich als Amerikanerin hier vor Ort, die US-Botschaft wurde woanders hinausgeflogen und auch anderes diplomatisches Personal wurde von der Grenze weggeholt. Es ist auf jeden Fall absolut erstaunlich, wie viele russische Militärs jetzt an der ukrainischen Grenze versammelt sind. Und man hofft, dass es nicht so weitergeht. Aber was wir hören vom US-Präsidenten Joe Biden, es gibt keine Deeskalation im Moment und es kommen immer mehr russische Truppen an die Grenze. Und Joe Biden, der US-Präsident, ist ja überzeugt davon, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, die Entscheidung bereits gefasst hat, eine Invasion der Ukraine durchzuführen. So what do you think, like in terms of further escalation, that means in, if the Russians indeed are actually... Was denken Sie, wie könnte das Ganze im schlimmsten Fall weiter eskalieren? Wenn sie in die Ukraine einfallen, wie wird die USA darauf reagieren?
Ich glaube, da gibt es zwei mögliche Szenarios. Es gibt wahrscheinlich mehrere. Aber ich denke, die Ostukraine, wo man russische Separatisten hat und wo auch die Angst geschürt wird im Land, das ist sicher einer der schwierigen Punkte. Hier könnte es Massenevakuierungen geben an irgendeinem Punkt, um die Menschen von der Grenze wegzubekommen. Auch die Hauptstadt in Kiew könnte unter einer Art Angriff stehen und leiden, das ist auch eine Möglichkeit. Und es geht ja eigentlich um die Donbass-Region, um die Region in der Ostukraine. Was man vermeiden möchte, ist natürlich, dass sich der Konflikt weiter ins ganze Land ausweitet. Glauben Sie, dass russische gegen amerikanische Truppen in eine Art Kampf eintreten werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt auf die nächste Zeit, auf jeden Fall an die nächsten Schritte. Und es gibt ja auch NATO-Alliierte wie Rumänien oder Polen beispielsweise, die hier einschreiten könnten. Ich glaube, eines ist klar, die Ukrainer wollen auch ihren Kampf selber austragen, sollte es zu einem militärischen Konflikt kommen. Und deswegen ist ja auch Wladimir Zelensky, der ukrainische Präsident, nach München gereist zur Sicherheitskonferenz, um hier noch alles zu besprechen. How do they see this conflict? How do they see the role of the US in it? Also Joe Biden's role in it? Are they backing him or are they like this does not concern us? Wie sehen das die Amerikaner, die jetzt nicht mit ihnen in der Ukraine sind? Wie sieht man das in Amerika? Stehen die hinter Joe Biden? Ich glaube, da gibt es viel Verwirrung. Ich glaube, die Situation in Ukraine und Russland ist nicht in weiten Teilen der USA bekannt. Man verlässt sich einfach darauf, was der US-Präsident sagt und was auch dass auch die Geheimdienste im Moment versuchen herauszufinden, was im Land passiert. Die Bevölkerung in den USA versucht, mit Argusaugen zu beobachten, was passiert. Letzten Sommer haben wir ja gesehen, wie Joe Biden reagiert hat, als er versucht hat, amerikanische Soldaten aus Kabul zu bekommen. Und natürlich wäre das jetzt ein weiteres Fiasko, eine große Gefahr vor den Wiederwahlen für Joe Biden, hier noch einmal etwas in den Sand zu setzen. Ich glaube, das ist ein großes Thema für die Angestellten im Weißen Haus. Man hatte mit dem Rückzug aus Afghanistan ein großes Desaster und jetzt möchte man nicht ein weiteres diplomatisches Desaster erzeugen. The method that they're choosing now to reveal a lot of US intelligence is designed to try and prevent anything. Man zeigt jetzt, glaube ich, wenn Joe Biden davon spricht, Geheimdienstwissen in der Öffentlichkeit breitzutreten, man möchte, glaube ich, darauf herumreiten, dass man in den USA immer einen Schritt weiter ist, als Russland das denkt. Es ist sozusagen eine Angeberei. Aber ob man eine große Rolle spielen kann dabei, eine weitere Eskalation zu verhindern, das wird man erst sehen. Interessant ist natürlich auch, wie die Bevölkerung in den USA hinter Joe Biden stehen wird. You're right now in the Ukraine. How do you see what are going to be the next steps? Like, how do you see the next, let's say, 24 hours? Or eine letzte Frage noch. Wie sieht deine Vorschau aus für die nächsten 24 Stunden, deine Einschätzung, was passieren wird? In der Ostukraine, da ist im Moment die Lage besonders gespannt. Hier gibt es bereits erste Attacken. Im Moment gibt es aber keine offiziellen Attackenangriffe, die bereits durchgeführt wurden. Es sind nur quasi Unfälle, die gemeldet wurden direkt an der Grenze. Immer wieder Missverständnisse. Interessant wird es werden, ob auch die Ukraine schon langsam ihre Streitkräfte an der Grenze versammelt und darauf reagiert.